Wir sind ja im Kindergarten in der Laufner Straße. Der heutige Spatenstich war der Beginn für die Umbauarbeiten. Gemeinsam mit Herrn Pfarrer Seisler, dem verantwortlichen Architektenteam und der Baufirma und den Verantwortlichen aus der Stadtverwaltung haben wir heute den Start für die Umbauarbeiten für zwei Gruppen. 50 Kinder sollen hier im Gebäude unterkommen. Eine lange Geschichte steckt in diesen beiden Gebäuden hier in Salzburghofen, denn bereits im letzten Jahrhundert waren hier die ersten Schulgebäude in Salzburghofen verlassen untergebracht. Heute haben wir einen Generationenwechsel, möchte man fast so sagen. Wir gehen von der Schule über in den Kindergartenbereich, aber auch das ist ein ganz wichtiges Thema bei uns in Verlassing und ein ganz wichtiger Schritt. Die 50 Kindergartenplätze Anfang nächsten Jahres tun uns wirklich gut. Die werden uns ein bisschen, sage ich jetzt mal, entzehren, weil die Nachfrage nach den Plätzen enorm ist. Wir wachsen in Verlassing, das ist gut, das ist auch schön. Aber wir müssen natürlich auch die Infrastruktur liefern. Und heute war der Beginn dazu für 50 Plätze. Weitere Planungen haben wir derzeit schon in petto. Da kann ich schon einen Ausblick geben. Schlesierstraße wird ein Kinderhaus geplant mit 4 Kindergartengruppen und voraussichtlich 2 Kinderkrippengruppen. Also auch da sind wir gerade in Vorbereitungen und ich freue mich schon drauf, wenn dort die Planungen beginnen.